Hallo YouTube, willkommen zu einem neuen Video hier bei Gavatrons. Heute mal ein aktuelles Video. Wir haben heute den 3.10. Ich konnte die ganze Woche nichts drehen, nichts hochladen, nichts kommentieren, aber heute habe ich Zeit, weil langes Wochenende und ich werde dieses Video drehen und wahrscheinlich heute auch hochladen. Und ja, wir packen die Mafia-Trilogie aus für die PlayStation 4. Die habe ich mir damals für 59,95 vorgestellt. Dank der Amazon-Preisgarantie habe ich es aber für 48,95 bekommen. Ja, hier haben wir dann die Originalspiele liegen. Da gehe ich gleich nochmal mit euch drauf ein. Hier haben wir das Päckchen. Das packen wir jetzt aus. Ich habe das schon ein bisschen vorbereitet, dass es nicht so lange dauert. Und das kommt in dieser Schuba Edition. Hier haben wir einmal das Remake von Teil 1, dann das Remaster von Teil 2 und halt den dritten Teil. Alles in so Definitiv Edition mit allen DLCs. Gibt es in der PS4 auch für die Xbox One, glaube ich, und dem PC. Von Hangar 13 wurde es umgesetzt bzw. entwickelt und von 2K Games wird es vertrieben. Ich glaube, den Aufkleber kann man entfernen, fühlt sich auf jeden Fall so an. Das hier ist ein bisschen matt, finde ich sehr cool. Und wir drehen das Ganze mal. Ich hoffe, die Lichtverhältnisse sind in Ordnung. Wir haben sehr früh am Morgen. Sieht vielleicht ein bisschen das Gerissel. Und ja, hier haben wir den ersten Teil, den zweiten Teil, den dritten Teil. Hier weiß ich den Namen nicht mehr. Hier spielt man ja Vito Scaletti und hier war es, glaube ich, Lincoln Clay. Beim ersten Teil weiß ich echt nicht mehr. Aber da freue ich mich am meisten auf, weil das von vorne an, also von. Es wurde komplett neu gemacht. Ein paar Szenen wurden geändert. Zum Beispiel am Anfang diese Szene mit dem Café, wo eigentlich, ich glaube, du dahin gehst und der Polizist da sitzt. Aber jetzt sitzt du da schon und der Polizist kommt. Ja, dann steht hier: Tauche in die drei Epochen unfassbarer brutalen Welt des organisierten Verbrechens in Amerika ein. Spiele zum ersten Mal alle drei Teile der Mafia-Saga in unglaublicher 4K, Ultra-HD-Qualität inklusive einer komplett überarbeiteten Version des von Kritikern gelobten ersten Teil Mafias. Es wird ein 4K-fähiger TV und die 4 PS4 Pro benötigt. Okay. Ja, geht alles zu einem Spieler. Netzfunktion werden unterstützt. Braucht 154 GB alle drei Teile. Dann DualShock 4 Version werden unterstützt. HD-Videoausgang ist 720p, 1080i, 1080p. Unterstützt Simulplay der PS Vita. Sowie die PS4 Pro dann nochmal eine schicker. Ja, jetzt packen wir es mal aus. Komm. So wie im Buch gemacht, dann nochmal dasselbe Bild. Oh, ich hoffe, die Lichtverhältnisse sind in Ordnung, weil es ist sehr grau draußen. So, und dann haben wir hier einen Code, den muss ich dann gleich einlösen. Dann haben wir den ersten Teil hier. Ist dasselbe Bild wie auf der Disc. Dann den zweiten Teil. Und den dritten Teil. Haben wir dann erst ein Poster dabei. Jo. Oh, das duftet aber herrlich. Also von den drei Teilen fand ich den zweiten am besten, weil der von der Technik damals, also kann man es leider nicht ganz sehen, ich versuch's mal. Also auf jeden Fall cool. Vielleicht wartet mal. Ich tue mal alles weg, dann kann ich euch das als Hintergrund zeigen. Also es ist einmal das Bild in diesem Rot, aber das Bild finde ich viel besser. Und trotzdem nicht komplett sehen. Schade. Ich möchte jetzt auch nicht die Kamera unbedingt. Auf jeden Fall sieht das so aus. Dann haben wir hier, was ist das? Ein 2K Kontobonus, kriegst du diese Sachen, okay. Dann ein Kundenservice-Blättchen. Und dann gibt es noch ein Auto. Das war, was ihr gesehen habt. So, und dann nochmal schnell hier drauf. Und dann zeige ich euch nochmal die anderen Versionen. Also, ja. Das war das dann nochmal. Ja, ich fand den zweiten Teil damals am besten. Den dritten Teil fand ich gegenüber vielen, die ihn kritisiert haben in der Technik. Ich hatte da nicht so viele Probleme. Ich habe das auch dann gepatcht und alles. Auch sehr gut. Nicht so gut wie die ersten zwei Teile. So, aber ich wollte euch ja nochmal die Spiele einzeln vorstellen. Das war Mafia, das habe ich mir damals für die PlayStation 2 gekauft. Gab es ja auf Konsolen auch noch für die Xbox Classic, die ja besser war. Und ich muss zugeben, mit der Technik hatte ich hier echt viele Probleme. Aber ich fand die Story und die Atmosphäre so cool, dass ich das Spiel durchgespielt habe. Ich weiß noch, da gibt es eine Mission mit einer Hochzeit. Da musste, glaube ich, jemanden töten. Und da musste dann flüchten. Es war so schwer, mit dem Autos da zu fahren und das mit dem Schießen. Aber es hat mich gepackt. Aber ich weiß nur nicht mehr, wie der Charakter heißt. Ich weiß nur, dass man am Anfang Taxifahrer war und hilft den zwei Mafiosis da. Und dann kommst du halt in die Familie rein, wenn du ja Rache willst.
Und das war damals dabei. Illusion Software hat da noch ein Poster, glaube ich, beigelegt. Aber das Remake jetzt dazu, das sieht richtig cool aus. Das war die kleine Stadt. Und viele kritisieren ja immer, dass ja, Mafia nicht so ein Open World ist, so eine Open World Pseudo ist, aber keine Open World ist, weil man nicht so viel machen kann wie bei einem GTA. Aber das hat mich persönlich nie gestört, weil ich das kleine Universum mit der Story am coolsten finde. Das hat mich immer bei Mafia gepackt. Dann war da noch so eine Umfrage dabei damals und ein Booklet, ein richtiges Booklet, sogar in Farbe. Und da gab es noch so ein Tommy, Angelo hieß der. Ah, ja, genau, Tommy war das Spiel. Man spielt Tommy, genau. Es gab noch so ein, ich kann mich noch an so ein Rennen erinnern, das war auch furchtbar. Aber da habe ich mich gut angestellt. Ich fand das nicht so schlimm wie andere, aber es war auch echt nicht so leicht, muss ich zugeben. Ja, das war damals bei Teil 1 dabei. Dann haben wir hier noch Teil 2. Das habe ich durch einen ehemaligen YouTube-Kollegen bekommen. Und das war so eine Collector Limited Edition. Ihr seht es mit der Schallplatte, beziehungsweise Soundtrack als Schallplatte. Da spielt man halt Vito Scaletti. Der hat ja in Teil 3 auch seinen Auftritt. Hat mir aber nicht so gefallen, wie ich das gerne hätte, weil ich fand den in Teil 2 richtig cool. Da war noch so ein kleines Artbook dabei. Und da freue ich mich nochmal drauf zu spielen, das nochmal zu spielen. Ein bisschen schöner, ein bisschen besser mit allen DLCs, weil ich mich da auch kaum noch dran erinnern kann. Ich kann mich nur an die letzte Mission erinnern, die richtig episch war. Und an die erste Mission, wo man da mit dem Auto da durch die Gegend fährt und die Weihnachtsmusik läuft, da kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Aber ihr seht, auch damals schon eine schöne Collector-Edition. Auch wenn das Video jetzt ein bisschen lang ist, aber vielleicht interessiert es den einen oder anderen. Das sind, glaube ich, schon noch Skizzen. Ein paar Bildchen von netten Damen, ein paar Autos. Ja, aber ich habe auch einen Onkel noch ein uraltes Unboxing. Dann könnt ihr euch hier angucken, wenn ihr wollt. Da war noch das Steelbook dabei. Und auch ein Poster, den Soundtrack hier vorne. Und sogar ein Booklet. Das war nochmal durch der Soundtrack als Disc. Da waren diese Sachen dabei. Und da guck mal hier mal rein, war hier auch noch so viel dabei. Ja, hier fing es schon ein bisschen an. Keine Bildchen, etwas schade. Und dann noch mal das Poster. Oh, das zeige ich jetzt, glaube ich, nicht das auch. Nee, das lasse ich. Guckt euch das Unboxing an. So, das war das. Nehme ich mal hier rüber. Und dann den dritten Teil in der Deluxe Edition. Aber hier hatte ich die Collector Edition, gibt es auch ein Unboxing. Da waren Schallplatten dabei, Bilder und ich glaube Untersetzer und sowas. Habe ich auch Onkel. Müsst ihr mal auf meinen Kanal bei der Lupe eingeben. Auf meinen Kanal gehen, auf die Lupe Mafia 3 eingehen und könnt ihr euch die Collector Edition ansehen. Ja, hier bei der normalen Special Edition Deluxe nicht mal so ein 3D-Bild bei. Man spielt hier halt Lincoln Clay. Man möchte am Anfang, ich weiß gar nicht, war das sein Bruder oder so, wer da getötet wird? Spoiler. Und ist halt auf einen Rachefeldzug und holt sich dann die Gebiete. Wie gesagt, ich fand das eigentlich gar nicht so schlecht, nicht so cool wie Teil 2 oder 1. Aber es hat mir trotzdem viel Spaß gemacht. Ich habe da 85% der Trophäen geholt. Und ja, hier war dann halt Season Pass dabei, Vorstellerbonus, auch ein Booklet. Da waren es aber nur noch Lizenzen, Filmbewerbung und nochmal ein Poster von der Stadt. Aber hat mir auch gut gefallen, muss ich sagen. Ich fand die Kämpfe gut, also. Ich fand das jetzt nicht so schlecht, wie es viele gemacht haben. Ja, und das war auch jetzt das Ende von meinem Mafia-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich über eure Kommentare und Bewertungen freuen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald. Euer Gavatrons. Ciao.